Hi, wir sind immer noch auf der IFA unterwegs natürlich und Acer hat neben einigen Windows-Geräten, die heute die Hauptrolle gespielt haben, mit dem Acer Chromebook 15 auch eine Neuauflage seines 15-Zoll Chromebooks vorgestellt. Das Gerät ist mit einem 15,6 Zoll großen Display ausgerüstet und trägt die Modellnummer CB515. Full HD, wie gesagt, ist auch angenehm hell. Ich sitze hier in einem extrem hell ausgeleuchteten Bereich und kann das Ganze immer noch ganz gut ablesen. Das Panel selbst scheint mir jetzt auf den ersten Blick allerdings ein TN-Panel zu sein. Man spart da also so ein bisschen. Ich bin mir gerade nicht so 100. Doch, das ist auf jeden Fall eher ein TN-Panel als ein IPS-Bildschirm. Wirkt von der Schärfe aber auf jeden Fall ziemlich gut. Ich kann mich hier leider nicht einloggen, da die Passwörter abhanden gekommen sind. Aber letzten Endes Funktionalität natürlich ganz entsprechend einem Chromebook. Natürlich gibt es dann hier auch künftig zumindest Support für den Android Play Store. Ihr könnt hier also auch Apps aus dem Play Store, die normalerweise für Android gedacht wären, laufen lassen. Und dementsprechend habt ihr eine viel größere Auswahl an Apps über den Browser hinaus, der ja hier beim Chrome OS immer die Hauptrolle spielt. Das Gerät hier ist die Touch-Version. Wir haben hier also, wie ihr gesehen habt, auch einen Touchscreen. Ihr könnt das Gerät also recht bequem auch mit dem Finger bedienen. Das Display ist hier, obwohl es ein Touchscreen ist, nicht komplett laminiert oder ähnliches, sondern es gibt hier immer noch so eine leichte Rahmenkante. Ob das jetzt dem Preis geschuldet ist oder einfach nur eine Entscheidung ist, die aufgrund von anderen Problemen oder anderen Einschränkungen gefallen ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, es dürfte eher eine Preisfrage gewesen sein, die man hier versucht hat, mit dieser Wahl oder mit dieser Designentscheidung zu bedienen letzten Endes. 15,6 Zoll sorgen dafür, dass das Gerät sehr groß ist. Das heißt also, wir haben hier links und rechts ungefähr so 2 cm Displayrand. Oben natürlich eine 720p-fähige HD-Webcam. Und dazu habt ihr dann hier links und rechts jeweils Lautsprecher sitzen. Die Tastatur ist angenehm komfortabel, entspricht im Grunde dem, was man von anderen Acer Chromebooks kennt. Da biegt sich jetzt nicht allzu viel, wirkt insofern also ziemlich stabil. Das Trackpad ist, um es gelinde zu sagen, riesig. Das sind locker 12 cm von links nach rechts. Fühlt sich auch ziemlich angenehm an, lässt sich gut klicken, also macht im Prinzip doch einiges her. Die Oberfläche innen ist komplett aus Aluminium, das gleiche gilt auch für den Gehäusedeckel. Wie es mit dem Boden aussieht, frage ich mich gerade. Naja, da sieht man es ja recht eindeutig, das ist Kunststoff in dem Fall. Wir haben hier unter der Haube bis zu, ich glaube, 8 GB Arbeitsspeicher dazu, 32 oder 64 GB Flash-Speicher auf eMMC-Basis, also nicht der allerschnellste Speicher. Dazu gibt es Intel Celeron-CPUs und Intel Pentium-CPUs aus der aktuellen Braswell-Serie, also N3350 und N4200 dürften das sein. Der Quad-Core hat dann 2,4 GHz Maximaltakt und ist eben auf der Braswell-Serie basierend, also sehr stromsparend. Das sorgt dann auch dafür, dass die ganze Nummer ohne Lüfter auskommt. Also wenn man hier sich das Gerät ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass es da keine großartigen Öffnungen gibt. Es ist auch relativ leicht. Wir haben hier nämlich 1,72 Kilogramm, was für ein 15-Zoll-Notebook doch extrem wenig ist, zumindest wenn man von einem normalen Design ausgeht, sage ich jetzt mal. Wir gucken uns noch schnell die Ports an. Da haben wir hier nämlich einen USB Type-C Anschluss, dazu einen USB 3.0 Anschluss von voller Größe, Micro-SD-Kartenleser und natürlich euren Kopfhöreranschluss bzw. Headset-Port, denn da lässt sich natürlich auch eine Mikrofon-Kombi anschließen. Auf der anderen Seite noch ein USB 3.0 Anschluss von voller Größe, nochmal USB Type-C, der dann auch zur Stromversorgung dienen kann, eine Status-LED für die Batterie und ein Kensington-Lock, um das ganze Ding anzudocken. Insgesamt von der Qualität her wirkt es recht ordentlich. Es ist allerdings jetzt kein absolutes High-End-Notebook. Was mir noch positiv auffällt, ist die Möglichkeit, dass man das Display wirklich fast komplett nach hinten umlegen kann und somit das Gerät auch in praktisch jedem beliebigen Winkel letztlich nutzen kann. Insgesamt ein ziemlich attraktives Paket, kommt demnächst dann für 499 Euro Einstiegspreis in der Version ohne Touchscreen auf den Markt. Dann auch mit einem Dual-Core-Prozessor. Besonders günstig ist das allerdings nicht mehr, wenn man bedenkt, dass man für 500 Euro schon ein ziemlich ordentliches Windows-Gerät bekommt, das dann zum Beispiel auch von Acer natürlich stammen kann. Laufzeit wird mit bis zu 12 Stunden angegeben. Ich kann jetzt hier gerade nicht die Zahl der Wattstunden rausfinden, da mir die Möglichkeiten eben hier nicht gegeben sind. Aber wer auf ein Gerät steht, das wenig kann, aber viele Möglichkeiten bietet, also im Grunde über den Browser hinaus dann auch noch den App Store aus dem Android-Universum anbieten kann, der hat mit dem Acer Chromebook 15, in dem Fall CB 515 müsste das dann sein, noch eine weitere Möglichkeit bekommen, hier auf der IFA 2017.